Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, die gute Nachricht gleich vorweg. Bei der WP1-Wahl gibt es keine falschen Wahlen. Mit jedem Fach lässt sich jeder Abschluss erreichen. In dieser Präsentation geht es darum zu zeigen, welche taktischen Überlegungen neben dem reinen Schülerinneninteresse mitbedacht werden sollten. Es gibt hier kaum allgemeine Empfehlungen, da es ein Wechselspiel von den Rahmenbedingungen und individuellen Neigungen und Fähigkeiten ist. Zuerst schauen wir auf das gesamte Wahlangebot an der KKS. Neben den vorgestellten WP1-Fächern sind dort benachbarte oder weiterführende Fächer aufgezeigt, die ähnliche Methoden zum Beispiel in der Oberstufe nutzen. In Naturwissenschaften, Arbeitslehre und darstellend Gestalten kann so das WP1-Fach bei einem möglichen Besuch der Oberstufe in der Sekundarstufe 2 ein gutes Zurechtkommen in Biologie erleichtern. Eine besondere Rolle kommt hier den Sprachen zu. Französisch wird an der KKS insgesamt zu drei Zeitpunkten angeboten. Neben dem WP1-Kurs Französisch ab Jahrgang 7 gibt es einen Ergänzungskurs, früher WP2 genannt, der bis in die EF der Oberstufe fortgesetzt werden kann. Und einen Oberstufenkurs Französisch, der neu einsetzt. Eine besondere Bedeutung kommt den Sprachen beim beabsichtigten Besuch der Oberstufe mit dem Abschluss durch das Abitur zu. Das ist eine Voraussetzung für das Studium an der Hochschule oder Universität. In der Schullaufbahn muss dazu der Erwerb einer zweiten Fremdsprache, neben Englisch, nachgewiesen werden. Hierfür zählt in aller Regel nicht die Muttersprache. Diese zweite Fremdsprache kann an der KKS auf vier Wegen erreicht werden. Mit einem der drei Französischkurse, WP, Ergänzung, Oberstufe oder mit Latein. Latein wird anders als Französisch in der Regel nur als WP1-Kurs ab der Jahrgangsstufe 7 angeboten. Um zum Abschluss das Latinum zu erreichen, muss man auch in der EF den Lateinkurs besuchen. Die zweite Fremdsprache hat man allerdings schon mit dem Besuch bis zur 10 abgedeckt. Anspruchsvoll sind Sprachen dadurch, dass hier in besonderem Maße das Gelernte aufeinander aufbaut und angesammelte Defizite schwerer aufzuholen sind. Dies ist auch der Grund, warum ein späterer Wechsel hin zu einer Sprache nicht möglich ist. Überhaupt werden Wechsel nur mit begründetem Antrag und Zustimmung der Klassenkonferenz bei entsprechenden Voraussetzungen genehmigt. Wie kann nun das WP1-Fach den Schulabschluss beeinflussen? Wie in den Hauptfächern Deutsch, Mathematik, Englisch werden in allen WP-Kursen Tests geschrieben, die maßgeblich für die schriftliche Mitarbeit und damit für die Noten sind. Ob das WP1-Fach als Hauptfach gewertet wird, hängt von dem Abschluss ab. Beim Hauptschulabschluss HA9 oder 10 zählt WP1 als Nebenfach. Mit zwei Hauptfachdefiziten, das heißt einer schlechteren Note als ausreichend, zum Beispiel einer 5 in Mathematik oder Deutsch, würde man keinen Abschluss bekommen. Mit einer 5 im WP-Fach und einer in einem Hauptfach wäre das sogar noch möglich. Bei den anderen Abschlüssen, angefangen mit der Fachoberschulreife, FOR, zählt das WP1-Fach als Hauptfach. Das hat Vor- und Nachteile. Einerseits darf man sich nur ein Hauptfachdefizit leisten, wenn man sie durch mindestens eine 3 in einem anderen Hauptfach ausgleichen kann. Die Noten der Hauptfächer, einschließlich dem WP1-Fach, sollten mindestens 4 sein, also ausreichend. Mit einer 3 in WP1 kann ein anderes Hauptfachdefizit ausgeglichen werden. Ein Defizit im WP1-Fach muss durch eine 3 in einem anderen Hauptfach ausgeglichen werden. Bei der Fachoberschulreife mit Qualifikation, mit der nach der 10 die Oberstufe besucht werden kann, gelten ähnliche Bedingungen wie bei dem Erreichen der Fachoberschulreife. Allerdings ist der Anspruch eine Notenstufe höher. Die Noten sollten in der Regel mindestens 3 sein. Schlechtere Noten müssen ausgeglichen werden.
Mit einer 2 im WP1-Fach kann man eine 4 in einem anderen Hauptfach ausgleichen. Wenn man eine 4 im WP1-Fach hat, muss sie durch eine 2 in Deutsch, Mathe oder Englisch ausgeglichen werden. Eine 5 kann nicht ausgeglichen werden. Für Kinder, die weniger an Sprachen, dafür aber naturwissenschaftlich oder an wirtschaftlichen Fragestellungen interessiert sind, kann NW oder Arbeitslehre Wirtschaft eine gute Wahl sein. Wenn Sie doch gute Leistungen haben, können Sie später schwächere Leistungen in den Sprachen leichter ausgleichen. Für die Sekundarstufe 2 sind Sie besonders im Bereich der Naturwissenschaften oder Sozialwissenschaften gut vorbereitet. Wenn Sie die Oberstufe besuchen wollen, sollten Sie Französisch ab Klasse 9 als Ergänzungsfach wählen. Sie können damit Ihre zweite Fremdsprache nachweisen, aber es zählt hier nicht als Hauptfach. Ein Defizit wäre nicht so tragisch, müsste aber durch eine 2 in einem anderen Nebenfach ausgeglichen werden. In der EF muss Französisch weitergeführt werden. Für Kinder, die sich besonders für Sprachen interessieren und diese gut lernen, kann es günstig sein, als WP1-Fach Latein zu wählen. Nach der 10 ist so die zweite Fremdsprache abgedeckt und zusätzlich kann nach der 11 das Latinum erreicht werden. Latein können Sie nur hier wählen und so können Sie das gesamte Sprachangebot der KKS ausnutzen. In der Oberstufe können Sie Französisch wählen und belegen das bis zum Abitur. Deshalb müssen Sie in der Oberstufe nur eine Naturwissenschaft belegen. Wenn dagegen Französisch als WP1-Fach oder später als Ergänzungsfach gewählt wurde, kann es in der 12 und 13 nicht mehr belegt werden. Dort muss eine zweite Naturwissenschaft gewählt werden. Zusammenfassend kann man sagen, jeder darf jedes WP1-Fach wählen. Es gibt kein Fach, dessen Lehrplan auf einen bestimmten Schulabschluss abgestimmt ist. Für den Schulabschluss zählt nur die Note des WP1-Fachs. Wir wünschen viel Erfolg bei der Wahl.